einem Langlaufwettbewerb vergleichen. Das war schon richtiges Bergzeitfahren am 12. Etappentag dieser Rundfahrt über 60,6 Kilometer. Lance Armstrong dort auch weiter zurück. Er war dort 13. mit 2 Minuten und 26 Sekunden Rückstand auf den Sieger Dennis Menschow. Und lieber Leipheimer, sein Teamkollege, hatte dort eben als Zweiter 20 Sekunden Rückstand. Aber wie gesagt, komplett andere Situation, nicht vergleichbar mit dem, was wir heute sehen. Also Beifall bekommt er. Es ist kein Beifallssturm, es ist auch kein Triumphzug, den er hier antritt. Das hat er sich vielleicht alles ein bisschen anders, ein bisschen günstiger vorgestellt. Der Texaner aus der Astana-Mannschaft, der hier mit einer guten Zeit ins Ziel kommen wird. Sie liegt nicht im Spitzenbereich, aber er wird sich am Ende dafür nicht schämen müssen. 250 Meter für ihn noch bis ins Ziel. Der Beifall wird ein bisschen stärker. Hier legt er sich auch noch mal richtig ins Zeug. Er weiß natürlich, was er dem Publikum schuldig ist und wie er Pluspunkte sammeln kann. Das hat er während dieser Rundfahrt an vielen, vielen Stellen gemacht. Sei es, dass er sich getroffen hat mit den Nachkommen von Gino Bartali, Familienmitgliedern also des einzigen Campionissimo, dass er sich getroffen hat mit der Frau seines einstigen Teamkollegen Cassatelli und dessen Kindern und dass er sich auch immer wieder mit vielen Prominenten hat fotografieren lassen. Und, das ist der bekannte italienische Radprofi Ivan Basso, ebenfalls aus Norditalien, aus Gadarate. Weltmeister war er mal 1998, damals in Falkenburg. Und seine Gesamtplatzierung hier beim Giro d'Italia momentan 5. Und das mit einem Rückstand von 3 Minuten und 37 Sekunden. Wird auch für ihn schwierig werden, noch an den 4. Carlos Sastre heranzukommen. Denn auch da hat der Spanier fast eine Minute Vorsprung. 53 Sekunden genau hat Sastre Vorsprung auf Basso, 2 Minuten 15 auf Leipheimer. Also der Amerikaner kann sich eigentlich kaum noch verbessern, denn er hat ja dadurch auch einen Rückstand von weit mehr als einer Minute auf Basso. Wird wohl für ihn bei Platz 5, 6 bleiben. Stefano Gasselli jetzt wieder hier im Bild, also der Drittplatzierte des ersten Zeitfahrens. Da sind wir hier wieder bei Ivan Basso. Von Marzio Brusegin. 18:42, die bisherige Bestzeit. Oh, noch 12 Sekunden hat er Zeit. Dürfte wahrscheinlich nicht ganz reichen für den Mann aus der Mannschaft Lampre. Nein, reicht nicht. Jetzt ist er hier in dieser letzten Kurve, hat noch circa 200 Meter vor sich. Die Zeit vorbei und damit bleibt es bei der Bestzeit von Ignatas Konovalovas vom Cervelo-Testteam aus der Schweiz. Wird wohl auch die Zeit von Popovic nicht erreichen und damit 5. werden. Knapp vor Visconti. Jawohl. So, jetzt läuft die Zeit für Danilo Di Luca, der sehr, sehr gerne, verständlicherweise sehr gerne, hier in Rom als Letzter gestartet wäre mit dem rosa Trikot. Gestern nach Anjani hat das noch einmal probiert. Die gesamte Mannschaft war vorne versammelt, aber das Ding ging in die Hose. Ein Griff ins Klo auf gut Deutsch. Er hat es nicht geschafft, das Trikot noch einmal zurückzuerobern. Und das, Uli, wird für ihn wahrscheinlich auch heute sehr, sehr schwer werden. Ich will nicht sagen unmöglich, aber auf jeden Fall sehr schwer. Denn Sie sehen, es fängt wieder leicht an zu regnen. Der fährt schon ziemlich risikoreich. Und wenn es ihn erwischt hier im Regen, dann wird es auch den Letzten nachher erwischen, nämlich Dennis Menschow. Und Sie wissen ja, dieser Regen birgt auch Gefahr in sich. Und das sind natürlich dann die Stürze auf diesem Pflaster. Er musste sich natürlich eine ganze Menge Fragen anhören zu dieser Situation gestern in Frosinone beim Intergiro-Sprint, als er sich von Menschow im wahrsten Sinne des Wortes übertölpeln ließ, er und das ganze Team. Aber er hat hinterher gesagt, ja, da habe ich einen Augenblick die Situation unterschätzt. Mein Gott, der riskiert aber wirklich Kopf und Kragen. Und er sagt, Menschow hat die Situation genau analysiert in Blitzesschnelle und hat dann diese Situation ausgenutzt. Da gibt es einfach nichts zu sagen. Da konnte ich nicht mehr, da war er schneller und kräftiger und stärker als ich. Bleibt ja, jetzt sind wir beim letzten Fahrer, Dennis Menschow aus Russland. 169 Teilnehmer insgesamt im Rennen, 100
1998 waren es vor drei Wochen, gestern vor drei Wochen auf dem Lido di Venezia beim Auftakt Mannschaftszeitfahren zu dieser Rundfahrt. Damals diese niederländische Mannschaft, der Rabobank, ebenfalls mit dabei, ganz klar. Allerdings nicht ganz vorne, sondern mit Platz 7, 38 Sekunden Rückstand. Es siegte damals Colombia vor Garmin und heute will er alles unter Dach und Fach bringen und der dritte Russe sein in der Geschichte des Giro d'Italia, der diese Rundfahrt gewinnt. Denn dann kann es sehr schnell passieren, dass man dann in einer Kurve, ganz egal ob links oder rechts, wegrutscht. Das geht so schnell. Und auch hier auf diesen kleinen Unebenheiten. Wir hatten das Bild vorhin von Jens Vogt gesehen und ruckzuck rutscht das Hinterrad weg oder auch das Vorderrad. Dann liegt er auf der Nase und dann kann er es sowieso vergessen. Rechts haben wir seinen Rivalen im Bild. Also es geht um Platz 1 zwischen Menschow rechts und Di Luca links, der übrigens dieses Maglia Ciclamino trägt. Er ist der Führende in der Punktewertung und hat auf den Mann rechts 32 Punkte Vorsprung. Also auch da uneinholbar, ähnlich wie beim Sieger der Bergwertung Stefano Gasse. Und er wird noch einen weiteren Ehrenpreis mit aus diesem Giro nehmen, und zwar den in der Wertung Azzurri d'Italia. Das ist also ein Preis, den eine Athletenvereinigung in Italien für diesen Giro gestiftet hat. In den letzten Jahren gewann ihn dreimal Petacchi, zweimal Cipollini. Im letzten Jahr war Benatti erfolgreich, der Sprinter von Liquigas, der in diesem Jahr nicht dabei ist. Bei ihm wäre Sturz oder Defekt vielleicht gerade noch so zu verschmerzen. Bei Menschow natürlich nicht. Die 20 Sekunden sind dafür einfach zu knapp. Basso in Zielnähe. Ah, schon durch. Na, liebe Kollegen, die Zeit wird zwar kein Spitzenwert gewesen sein, 19:28, damit im Augenblick 15. Ivan Basso von Liquigas, der 5. der Gesamtwertung. Carlos Sastre kommt ins Ziel. Also wird sich in der Gesamtwertung auch nicht mehr verbessern können. Dazu waren die Abstände gerade in seinem Bereich dann doch etwas zu groß. Dennoch kann er, darf er und muss er am Ende mit Platz 4 in der Gesamtwertung zufrieden sein. Na, schauen Sie mal, weit zurück Carlos Sastre, 62. momentan. Aber das ist eben auch ein Kurs, der ihm nicht liegt. So, Konovalovas bleibt momentan der Führende. Da kann jetzt nur noch einer kommen, der die bisherige Bestzeit von 18:42 unterbietet, nämlich der Gesamtführende und damit auch der Sieger dieses 92. Giro d'Italia, Denis Menschow aus Russland. Danilo Di Luca hat hier die letzten Meter vor sich. Die letzte Kurve, da fährt er noch mal ein bisschen raus, um eben doch kein großes Risiko mehr einzugehen. Aber es wird also nichts mit dem Gesamtsieg. Schauen Sie mal, da bremst er also noch, nimmt etwas zurück, weil er einfach nicht mehr stürzen kann. Es ist ziemlich glatt, um nicht aglatt zu sagen, auf diesen römischen Straßen. Da ist immer wieder auch so ein bisschen ein Ölfilm drauf. Und wenn das jetzt eben mit Regen in Verbindung kommt, dann wird es sehr, sehr glatt. Jetzt ist er drin und hat eben diese dreiwöchige Rundfahrt beendet mit 45 Sekunden Rückstand auf Konovalovas, der damit, Uli, wenn ich das richtig so überschlage, vielleicht sogar, dieses Zeitfahren gewinnen kann. Ne? Ja, Menschow. Menschow war noch dicht dran. Ja, aber ich habe zwar die Zeit von der dritten Kontrolle noch nicht. Hat noch zwei Minuten. Wir lassen mal ein bisschen auf sich warten. Hat noch zwei Minuten, Denis Menschow, den sehen wir jetzt da unten. Der wird jetzt, der bekommt das ja auch irgendwie mitgeteilt, dass Di Luca im Ziel ist und nicht die Bestzeit hat, bekommt die Zeit des Italieners gesagt. Und dann weiß Denis Menschow auch gerade in diesen Kurvenabschnitten nicht allzu viel Risiko fahren, etwas rausnehmen. Insbesondere hier mit dieser Zeitfahrmaschine. An dieses Rad ist er dann doch nicht so gewöhnt wie eben an das Straßenrennrad, mit dem er jetzt fast diese gesamten drei Wochen unterwegs war. Ja, hier sieht man es deutlich, dass es jetzt stärker regnet als zuvor. Das heißt also, wir können Konovalovas schon als Etappensieger verkünden. Denn hier 1100 Meter vor dem Ziel hat jetzt zwar Menschow im Wesentlichen gerade Straßen vor sich. Jetzt kommt die Kilometermarke, aber er müsste ja in 67 Sekunden da sein. Und 59er Schnitt wird er hier wohl bei dieser Aufführung nicht mehr fahren. Und da passiert es. Und jetzt geht die Uhr ab. Und bei 45 ist er gestürzt. Jetzt muss er weiterfahren. Ach du Grüne. 6 Sekunden verloren, 7 Sekunden verloren, 8 Sekunden, 10 Sekunden.
Junge, ich hab's vorhin noch gesagt, kann doch nicht sein. Und auf gerader Straße, man hält es eigentlich nicht für möglich. 15 Sekunden hat er verloren, jetzt muss er Tempo aufnehmen. Kann doch nicht sein. Jetzt sind 20 Sekunden, ohne dass er wieder auf vollem Tempo ist. Das gibt's doch nicht. Der verliert hier. Ja, aber man muss sagen, nicht durch eigenes Verschulden. Denn wer kann schon von ihm absolute Sicherheit verlangen, wenn das Ziel, den Giro zu gewinnen, so deutlich vor Augen liegt. Und man sieht, dass auch die Luca keinerlei Freude bei diesem Unfall von Menschow empfindet. So will er den Giro sicherlich nicht gewinnen. Ich bin mal gespannt auf seine erste Äußerung, auf seine Reaktion nach diesem bösen Zwischenfall für Dennis Menschow, der jetzt... Was war die Zeit von Di Luca? Hast du es notiert? 1924. Das heißt also, 1904 müsste Menschow ins Ziel kommen. Ja, das reicht nicht, das reicht nicht. Reicht nicht. Guck mal, der hat jetzt noch 150 Meter. Nee, das reicht nicht. Also, Junge, das kann doch nicht sein, oder? Der verliert den Giro noch. Also, das kann doch nicht sein. Tut mir leid. Guck mal, nein. 24 Sekunden der Rückstand, ja, der sagt natürlich überhaupt nichts. 24 Rückstand auf. Das wären zwei Sekunden auf die Luca, der würde jetzt den Giro mit 2 Sekunden Vorsprung gewinnen. Eine Zeitgutschrift gibt es heute nicht. Das kann doch nicht sein. Dennis Menschow auf dem letzten, auf den letzten 800 Metern. Schauen Sie mal, was ist das? Ja, es reicht. Also doch. Ja, ich habe vorhin 1924 notiert für Danilo Di Luca. Habe ich wahrscheinlich einen Fehler gemacht? Du bist der Mann für die Zahlen. Schauen Sie mal, der freut sich. Ja. Dann schafft sich da ein bisschen Platz. Dann reicht. Ich wollte sagen, das kann doch nicht sein, dass man auf den letzten 800 Metern dann eine Rundfahrt über 3 Wochen 3456 Kilometer verliert. Aber dramatischer hätte es natürlich nicht sein können. Gestürzt, alles riskiert und am Ende doch noch gewonnen. Dennis Menschow als dritter Russe gewinnt er also die Rundfahrt auf der Apenninenhalbinsel nach Bersin Tonkov. 94, 96, er jetzt 2009, diese Jubiläumsveranstaltung, 100 Jahre Giro d'Italia, die 92. Austragung 1909, wurde also zum ersten Mal so ein bisschen quer durch Italien, kann man nicht sagen, aber durch Italien geradelt und Ignatas Konovalovas vom Cervelo Testteam aus der Schweiz gewinnt dieses abschließende Zeitfahren über 14,4 Kilometer. Angie? 41. Das ist ein totaler Rechenfehler, aber ist auch egal. Er hat, ja, er hatte ja 20 Sekunden Vorsprung und hat noch 20 verloren bei 1927, ganz klar. Aber ist ja auch egal. Am Ende gewinnt Menschow. Armstrong wird 12. Sehen wir da. Und Thomas Reuger aus Österreich. Hier haben wir nochmal den Sturz. Erreicht das Ziel. Als 29. Das wäre aber wirklich der Hammer gewesen. So, schauen Sie mal, das Trikot, das bringt er auch noch kaputt. Auf gerade 900 Meter vor dem Ziel. Die 900 Meter Markierung, da flog er gerade drüber hinweg. Und das Rad, das ist noch ein paar Meter weiter vorne. Sehr schnelle Reaktion durch den technischen Leiter dort hinten im Fahrzeug, durch den Mechaniker. Ja, und so dramatisch diese Situation war. Erstmal im Ziel ließ der sonst eher stille Russe seinen Emotionen dann freien Lauf. Ja, ich war sehr emotional am Ende des Rennens nach all dem Stress des letzten Tages. Ich hatte ja nur 20 Sekunden Vorsprung und dann hat Danilo auch noch so stark vorgelegt und gleich ein paar Sekunden gut gemacht. Langsam habe ich mich dann aber besser gefühlt. Nur die Strecke, die war verdammt gefährlich. Hat man ja bei meinem Sturz kurz vor dem Ziel gesehen. Ja, doch, es war eben alles sehr, sehr emotional dann am Schluss. Dennis und Danilo Di Luca haben eine große Show geliefert beim diesjährigen Giro und das bis zum letzten Tag. Ich habe heute alles riskiert und bin sogar mit meinem Straßenrad an den Start gegangen, weil ich mir schon dachte, dass es regnen könnte. Ich bin dann auch richtig schnell gestartet und hatte die bessere erste Zwischenzeit, aber dann habe ich nachgelassen und Menschow ist gestürzt. Aber gereicht hat es eben doch nicht für Danilo Di Luca in der Gesamtwertung. Menschow mit 41 Sekunden vor seinem ärgsten Verfolger.
Dritter wurde Franco Pellizotti. Lance Armstrong landete auf Platz 12. Habt ihr Bier im Teambus? Ah, sehr gut. Dann stellt es schon mal kalt für nachher. Also, ob er topfit ist, wer will's beschwören, aber relaxed ist Armstrong auf jeden Fall. Und hat sich sein kaltes Bier jetzt redlich verdient. Und das war's von Planet Armstrong. Wir hoffen, es hat Ihnen etwas Spaß gemacht. Und bald geht's weiter mit Radsport bei Eurosport ab 7. Juni. Die Dauphine Libéré.